Danke. Als nächstes spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren die Atomenergie, aber eigentlich gar nicht mehr so, wie wir sie früher diskutiert haben, Ausstieg, Nicht-Ausstieg, Folgen, sondern wir diskutieren eigentlich konkret an einem Beispiel, wie es in Lasten zu verteilen und zu tragen. Und ich habe heute Morgen ein bisschen überrascht, als der Ministerpräsident hier als erster ans Mikrofon getreten ist und dachte, dass er direkt konkret dazu was sagen würde. Aber er hat sich erstmal mit dem Untersuchungsausschuss auseinandergesetzt, das ihn doch sehr zu beschäftigen scheint. Und die Staatskanzlei scheinbar auch. Die Erklärungsversuche, die wir gehört haben, die kennen wir schon. Also die in der letzten Legislaturperiode dabei waren, die haben die Erläuterungen, das habe ich ja auch als FDP-Fraktion immer wieder gehört, auch von Frau Puttrich so gehört. Aber wir kennen ja jetzt den einen oder anderen Brief, der an Herrn Röttgen damals geschrieben wurde. Das hat man auch nicht weiter verfolgt. Und die Haltung der Bundesebene und der Bundesregierung zu wer hat welche Verantwortung, ist dort in diesen Briefen mehr als deutlich dargestellt. Sondern da hat Herr Röttgen immer gesagt, vielen Dank, dass Sie es gemacht haben. Aber eins ist ja sicherlich klar, die volle Verantwortung trägt das Land, das war zuständig. Das hat Herr Röttgen uns sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Und da hat man noch mal kurz nachgefasst, dann hat man es noch mal von einem Beamten erklärt bekommen. Und das war's. Und seitdem gibt es zumindest, was wir verfolgen konnten, keinen Schriftwechsel und keinen Austausch mehr. Vielleicht kommt ja noch das eine oder andere zutage. Aber aus unserer Sicht ist dieser Untersuchungsausschuss ja dazu da, das zu klären. Und ich glaube, wir sollten alle hier im Plenum diese Klärung nicht vorwegnehmen, sondern abwarten, was der Untersuchungsausschuss bringt. Und dann wissen wir genau, was die Folgen sind. Das schwarze Peterspiel Bund-Land an dieser Stelle wird nicht tragen und es ist auch jetzt für uns ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wieso denn hier von der SPD ein Antrag eingebracht wird, wenn man eigentlich an allen wichtigen Stellen in Berlin verantwortlich ist für das, was man hier beantragt. Und Herr Kremmels, an dieser Stelle kann ich nur sagen, im Grundsatz, Frau Wissler hat es ja schon ausgeführt, im Grundsatz werden wir im Antrag mittragen. Punkt 2 werden wir nicht mittragen, weil hier an dieser Stelle natürlich nicht die Landesregierung ein Konzept erstellen muss, sondern das ist Aufgabe, wenn man das denn will, in der Großen Koalition in Berlin und nicht unsere Aufgabe hier in Hessen. Ich glaube auch, und darüber müssen wir uns im Klaren sein, wir sollten hier nicht wieder in eine Debatte verfallen, die am Thema vorbeigeht. Es geht nicht darum, wer hat wann welches Geld verdient. Es geht auch nicht darum, wer hat an welcher Stelle welche Verantwortung in der Vergangenheit für Ausstiegs- oder Nicht-Ausstiegsentscheidungen getroffen. Sondern es geht konkret darum, wie werden die Folgen des Atomausstiegs finanziert und wer trägt dort die Lasten und wer trägt dort die Verantwortung. Und da kann ich nur sagen, da war ich jetzt überrascht über das, was ich in den Medien gelesen habe. Frau Wissler hat darauf hingewiesen, die Kanzlerin hat sofort erklärt, das kann man dem Staat und dem Steuerzahler natürlich nicht aufbürden. Grundsätzlich. Und dann, als sie konkret gefragt wurde, wie sieht das denn jetzt mit der Stiftungslösung aus? Da kam dann keine Antwort. Also wir kennen ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen die Art und Strategie, wie Frau Merkel agiert. Von daher würde ich jetzt keinen hohen Betrag wetten, dass am Ende nicht eine Stiftung herauskommen wird. Aber was mich noch mehr gewundert hat, war natürlich die offensive Äußerung der schwarz-grünen Landesregierung zu dem Thema, weil ich dachte, dass eigentlich ganz klar ist, was ein Ministerpräsident einer schwarz-grünen Landesregierung auf die Frage antworten wird, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Kosten und wie wird es organisiert, dass der dann sagt, es ist ausgeschlossen. An dieser Stelle werde ich ausschließlich, wenn allen Ämtern in allen Positionen darauf hinwirken, dass es keine Verallgemeinerung dieser Kosten gibt. Nein, was sagt der Ministerpräsident? Der sagt halt, ein Altlastenfonds ist für die Überschrift der FNP war, Altlastenfonds ist für Schwarz-Grün denkbar. Und dann sagt der Ministerpräsident, das war dort mit Anführungszeichen, also nehme ich an, das war wörtliche Rede, der kann nicht so aussehen, dass am Ende der Steuerzahler, und jetzt kommt es, die ganze Angelegenheit übernimmt. Was heißt denn das, wenn ich sage, die ganze Angelegenheit, das heißt dann, naja, ein Teil ist schon angemessen oder wie soll man das verstehen an der Stelle? Man muss immer wieder auf die Zwischentöne achten und ich glaube am Ende, und die Debatte werden wir ja nicht zum letzten Mal hier führen, nehme ich an, werden wir sehen, was rauskommt.
Und dann sollte man immer mal gucken, was man hier in so ein Protokoll diktiert hat, weil es könnte einem passieren, dass das dann an dieser Stelle vorgelesen wird und dann könnte doch der ein oder andere rote Kopf hier im Plenum erscheinen. Ich glaube auch, dass sich keiner um die Zukunft der vier großen Energieversorger wirklich Gedanken machen muss. Herr Gabriel hat ja schon angekündigt, dass man eine Lösung finden muss mit einem Kapazitätsmarkt oder einer Marktprämie, wo hinterher dann die regenerativen Energien sicherstellen müssen, dass es sozusagen Kohlekraftwerk die Laufzeit garantiert. Also da sind ja schon längst Diskussionen, dass man den Großen am Ende einen Subventionsbetrag zukommen lässt. Die Höhe ist noch nicht ganz klar, aber am Ende wird Kohle und Gas subventioniert und damit werden auch die großen Energieversorger ihr Geld weiter ordentlich verdienen können und dann werden sie auch diese Lasten schultern können. Das ist nämlich deren Aufgabe und so hat es auch zu bleiben. Und dann sage ich, man muss einfach ein Stück weit vorsichtig sein. Wer ohne Not eine Debatte annimmt, bringt sich dann auch irgendwann in Zugzwang. Wenn ich hier behaupte, ich müsste jetzt dieses Angebot der Konzerne tatsächlich annehmen, weil es wäre am Ende von Nutzen, der bringt sich natürlich dann auch irgendwann politisch in Zugzwang. Ich glaube, momentan gibt es keinen Anlass zu vermuten, dass einer der Energieversorger in der nächsten Zeit in die Insolvenz stürzen wird. Alle politischen Weichenstellungen, die man in Berlin nachverfolgen kann, wird eher dahin laufen, dass durch deutliche Subventionen von Kohle und Gas demnächst sogar die Gewinne wieder bei den Großen steigen werden. Darauf können wir uns einrichten. Und daher glaube ich auch, dass wir hier eine Debatte eröffnen, die am Ende dazu führen wird, dass genau das passiert, was hier alle behauptet haben, dass sie es nicht wollen. Und genau darauf bewegen wir uns zu und genau darum sind wir der Meinung, dass wir Punkt 2 hier nicht mittragen können. Man braucht jetzt kein Konzept, es gibt eine klar zugeordnete Verantwortung, es gibt auch keine Insolvenz eines dieser Unternehmen, das man in irgendeiner Weise jetzt hier am Horizont schon heraufziehen sieht. Von daher sollte Politik sich hier zurücklehnen und ich bin auch erschüttert, wenn ich sehe, was Herr Oettinger und Bärbel Höhn als, ich glaube, Vorsitz des Umweltausschusses schon alles für Gefahren sieht und sie meint, hier müsste der Staat handelnd eingreifen. Und am Ende kann dieses Handeln doch nur bedeuten, dass wir die Risiken an uns ziehen. Was heißt denn das, wenn wir eine Stiftung gründen und der Staat mit einsteigt? Das bedeutet, die Risiken landen bei uns und alles andere, was hier gesagt worden ist, sind Lippenbekenntnisse. Darum kann ich davor nur warnen. Die Verantwortung ist klar zugeteilt, dies zu erfüllen und darauf muss man auch drängen. Aber man hat natürlich auch, wenn man die Politik der Bundesregierung verfolgt oder auch hier den ein oder anderen Vorschlag des Wirtschaftsministers des Landes Hessens sich anhören durfte, hat man natürlich schon, sieht man schon eine gewisse Struktur in der Politik, die hier eingezogen ist in unser Land. Wenn man erleben muss, dass das, was man nachhaltig versucht hat, in der Rente zu organisieren, jetzt auf Kosten der Zukunft verzockt wird, dass man sieht, dass die Rente an dieser Stelle Spielball von politischen Interessen wird, anstatt nachhaltig für die Bevölkerung, für die Rentner zu dienen. Wenn man erlebt, wie Al-Wazir hier vorschlägt, eine Tunnelung der EEG, aufgeladen Kosten der EEG-Umlage vorzunehmen, Tunnelung meint er, dass man diese Lasten nicht jetzt bezahlt, sondern in den Fonds schiebt und irgendwann in der Zukunft unseren künftigen Generationen aufbürdet. Und nichts anderes ist das hier doch auch. Man hat 30 Milliarden, die würde der Staat in eine Stiftung oder wie auch immer vereinnahmen. Dafür würde er noch sich was erkaufen, nämlich damit würde sich das Land Hessen erkaufen, dass vielleicht keine Schadensersatzansprüche von RWE eingefordert werden. Und dann würde man das Risiko irgendwann, die 30 Milliarden reichen ja ein paar Jahre, dann würde man das Risiko irgendwann in 10, 15 Jahren in der Zukunft irgendeiner Generation auflasten. Genau diese Politik, die wir hier überall erleben, allen Ecken und Enden, da ist das eigentlich nur konsequent von den Konzernen weitergedacht. Und das darf so nicht kommen aus unserer Sicht. Und ich kann nur von meiner Fraktion sagen, wir werden natürlich ganz genau beobachten, wie sich die Landesregierung verhält, auch wie der Ministerpräsident sich verhält an dieser Stelle, weil aus unserer Sicht, ich habe es ja schon mal an dieser Stelle gesagt, haben wir schon immer vermutet, dass man versucht, einen Deal mit RWE hinzubekommen. Ein Deal,
dass vielleicht keine Schadensersatzansprüche hier entstehen und damit ein großes politisches Problem hier aus der Welt geschafft wird. Das ist ja eigentlich schön, wenn wir als Land Hessen dafür nicht aufkommen müssen, aber wenn wir dann als Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ein Vielfaches dieses Betrages bezahlen müssen, dann ist das der absolut falsche Weg und man versucht auf Kosten seiner politischen Fehlleistungen, auf Kosten der Steuerzahler diese Fehlleistungen zu verschleiern. Das wollen wir nicht und das werden wir auch immer kritisieren und da werden wir auch ein Auge drauf haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe